Hallo und willkommen bei den Spiele-Dinos mit unserem Adventskalender, Türchen Nummer 22. Melli hat gesagt, es wäre der vierte Advent. Ich glaube das einfach mal. Ja. Und heute geht es um ein Spiel, welches ihr gewinnen könnt, was definitiv zu unserem absoluten Lieblingswürfelspielen gehört. Ich glaube, wir haben kaum ein anderes Würfelspiel so oft gespielt wie dieses Spiel. Und die Tableaus sind abwischbar. Ja, richtig. Ja. Tada! Würfelland. Und ich kann euch so viel verraten. Würfelland haben wir uns tatsächlich nochmals gekauft, weil wir das so oft schon gespielt haben. Dass das erste kaputt war. Dass der Karton war schon ganz abgeknippelt und die Würfel hat man die Farben nicht mehr erkannt. Ja, das sah wirklich schrecklich aus. Wir haben das so oft schon mit im Urlaub gehabt und keine Ahnung. Wir haben Heidenspaß. Wir haben es sogar meinen Eltern schon geschenkt. Gut, da dauert halt mal eine Partie, so eine Stunde oder auch eineinhalb. Muss ja gut überlegt sein, was angekreuzt wird. So ein kleiner Grübler, habe ich so das Gefühl. Mit dem spiele ich kein Terra Mystica, das sage ich euch jetzt schon. Ganz kurz, bei Würfelland geht es darum, jeder Spieler hat ein kleines eigenes Tableau und da muss man aus der Mitte beginnend X'e machen, indem man Würfel würfelt. Das ist so ein typisches Spiel, der aktive Spieler nimmt sich eine Farbe raus, die anderen dürfen den Rest bei sich eintragen und man versucht halt möglichst schnell auszufüllen. Genau, eine Farbe vollzukriegen und 9 Sterne oder 8 Sterne auszufüllen. Es ist wirklich ein bombastisch gutes Spiel. Genau, weil bei uns heißt es immer am Tisch Schatzwurf. Genau, das ist immer mit so einem Stern angekreuzt. Sternchen angekreuzt und da arbeitet jeder drauf hin. Ja, wie könnt ihr jetzt genau Würfelland gewinnen? Das ist so ein abwischbares Spiel, wo ich dann immer den Stift auf und zu mache und mir jedes Mal die Finger voll kritzel. Da gibt es ja noch andere Spiele, die so abwischbar sind oder so komische kleine weiße Kappen haben und mit einem schwarzen Stift man sich anmalt. Wir wollen von euch wissen, was ist denn bei euch dieses Spiel, wo ihr euch ständig die Finger anmalt? Schreibt's rein, welches Spiel es ist. Ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ciao! Ciao.